5 Staffeln Dancing Stars habe ich persönlich mir gedacht, der Tag, an dem Bolasch Ecker sich mit seiner Tanzpartnerin versteht, das ist der Tag, an dem die Hölle zufriert. Und jetzt ist es soweit. Es scheint langfristig gut zu gehen. Astrid Württemberger ist das Unfassbare gelungen, nämlich die widerspenstige Zähmung. Gestreckte Beine, fußtätig, beintätig, hat mir sehr gut gefallen. Herzliche Gratulation. Danke. Vielen Dank. So sanft habe ich ihn seit langem nicht mehr erlebt, aber er wird ja auch älter, vielleicht deswegen. So wie du. So wie ich. Ja, es ist viel weiter gegangen. Halt. Deppertoste. Ah, wie ein Deppertoste halt. Ja, das muss ja gut gehen. Aber er ist ja einfach ein super Lehrer, man kann ja nichts sagen. Ich habe gewonnen. Für ihn ist es eine Leichtigkeit, er kommt her und macht zack, zack, zack und wackelt ein bisschen mit dem Hintern und ich soll das schon kennen. Ist sie nicht ein Naturtalent? Paar 10 tanzt einen Tango. Hier sind Astrid Württemberger und Bolasch Ecker. Rede ich mich jetzt höflich um den Begriff geiler Tango? Geiler Tango ist, war ein geiler Tango, ja genau. War wirklich sehr, sehr schön. Voll diesen Charakter des Tangos, das Staccato-artige, auch wunderbar die Choreografie, da hat man wirklich auch Tango erlebt, wie man ihn gewöhnt ist, nicht nur irgendwelche Showfiguren, sondern dazwischen richtig schön Tango getanzt. Also es war sehenswert, ganz toll. Vielen Dank. Das ist ganz gut im Fernsehen. Wenn was sehenswert ist, dann freuen wir uns. Nicole. Ja, Astrid, du bist total talentiert. Absolut wieder eine ganz tolle Leistung. Und ich glaube, für mich die größte Überraschung von dieser Staffel bis jetzt. Also wirklich hätte ich nicht gedacht von dir. Okay, ich habe dich nicht gekannt, aber es war wirklich ganz, ganz toll. Das hatte Klasse, das hatte... Ich bin sprachlos. Ich hatte alles. Nein, es war wirklich super. Es war Power hat es drin. Es war. Vielen Dank. Du kannst stolz auf dich sein, wirklich. Also, top. Ja. Bitte, das kommt auch vor. Komm, sag was. Was hast du gerade zu Nicole noch zugeflüstert? Dass sie einmal sprachlos ist, habe ich noch nie erlebt. Ja. Noch nie. Ja, für alle deine erste Mal haben. Sie haben immer eine Antwort noch drauf. Na wirklich. Ganz toll. Na gut. Vielen Dank der Jury. An der Stelle setzt man einen Punkt hinterher und reden noch mal kurz mit euch. Tust du dir eigentlich mit Texten leichter zum Lernen oder mit Choreografien?
An und für sich mit Texten natürlich leichter, wenn man im Studio schon die Texte immer im Hinterkopf hat. Man singt sie ja ein paar Mal ein und so. Tanzschritte, da kommt ja mehr dazu. Das ist ja nicht nur Text im Kopf, da ist ja auch in den Füßen, in den Armen. Es ist überall Bewegung drin. Man muss ja von da nach unten denken und es dauert oft lange, bis das da transportiert wird und bis zum kleinen Zeh ankommt. Ja, genau. Aufspielt und unten ankommt. Viele im Laufe der letzten Staffeln haben gesagt immer wieder, dass der Tango ihr Lieblingstanz wäre, nachdem sie alle Tänze schon gelernt hatten. Kannst du das verstehen? Das verstehe und mir taugt es auch super, weil endlich habe ich mal beim Ballasch revanchieren können, habe einmal in die Matschenrolle schlüpfen dürfen. Und er knabbert jetzt noch dran. Armer Ballasch mit Justin Bieber Gedächtnis. Er hat es vor dem Justin Bieber gehabt. Den Justin Bieber gab es da noch gar nicht. So, jetzt nehme ich das und ihr nehmt es euch. Danke, Ballasch. Ja, so zackig wie Astrid und Ballasch sich jetzt bewegt haben, könnten sie sich jetzt auch bewegen zum Telefon 090 10 59 09 und die 10 für das Paar ziehen. Der Dancing Queen. Ich hab den Ballasch noch nie so entspannt gesehen, das ist unglaublich. Außer wenn er die Alice anschaut, aber. Ha? Ist schon, weil sie hat gesagt, sie ist ein Talent. Das ist ein, nein, sie ist wirklich, wirklich talentiert. Und sag ich mal, Talent hat viele Seiten, aber was ganz selten ist eigentlich, dass er sich mit einer Anfängerin sich so fein und angenehm sich anfühlt zu tanzen. Und sie ist eine von denen. Sie hat, du hast ein so schönes Wort dafür geprägt, welches Talent das ist. Es ist ein, er hat bei der Generalbank gesagt, sie ist ein Naturtalent. Naturtalent. Natürlich. Natürlich. Jetzt, da gibt es nichts mehr zu sagen. Bei dir zu Hause fiebern natürlich drei Mädel mit. Ihr habt ein typisches Drei-Mädel-Haus, drei Töchter. Drei-Mädel-Haus, ja. Wie alt? Boah, das fangen wir an. Bei der Kleinsten, die ist 6. Und, ja? Die Mittlere ist 11 und die Älteste ist 20. Und die passt in der Zwischenzeit auf, wenn zum Beispiel heute, wie heute meine Oma da ist. Die Oma ist da. Weil die Oma ja normalerweise aufpasst. Und die Elfi. Da sitzt sie schon. Da ist sie, schau. Ja, die gefreut sich. Hallo Oma. Die gefreut sich. Ist auch stolz, oder? Ja, freilich, die wollte selber mal Tänzerin werden. Und jetzt ist natürlich bei ihrer Enkelin der Traum in Erfüllung gegangen. Ja, das geht ja, das ist stellvertretend. Aber du, das ist wirklich, also so wie Kompliment. Und das ist auch wirklich, man sieht, du kannst das. Du hast das irgendwo im Blut. Ja, das hast du völlig falsche Karriere. Meine Generalprobe hat das noch nicht so ausgeschaut. Meine Generalprobe hat das noch anders ausgeschaut. So, jetzt, wir machen es kurz. Wir warten auf die Punkte. Da bin ich schon sehr gespannt. Thomas Schäfer-Elmeier. 8. Nicole Burns-Hansen. 8. Harald Serafin. 9. Und Hannes, der Netball. 7. Mit 32 Punkten. Das ist höchster Punktestand. Da geht nichts drüber. Bitte nimm deinen Valentin wieder mit. Ja. Das war's jetzt mit Tango und Jive für heute. Und jetzt auf Lebensfreude und Leidenschaft folgt jetzt Spannung und Punktestand. Ja, 10 Paare haben getanzt und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, wer sich gegen die große Konkurrenz am besten durchgesetzt hat. Heute Abend führend Astrid und Ballasch mit 32 Punkten. Und nicht ganz so gut schaut es momentan aus für Dieter und Katrin und Alexandra und Florian. Die haben 15 Punkte von der Jury bekommen und liegen damit am letzten Platz. Für diese Reihenfolge gibt es jetzt Punkte von 10 bis 1, die Wertungspunkte. Und von 10 bis 2 muss man heute Abend sagen. Und diese Punkte gibt es auch für Ihre Anrufe und SMS von zu Hause. Ganz logisch, das Paar mit den meisten Anrufen bekommt dann eben 10 Punkte, das Paar mit den wenigsten einen Punkt. Und dann schauen wir uns an, wer am wenigsten Fans hat und wer dann die Show verlassen muss heute Abend. Für wen sie es ausgecheift hat und ausgetangot oder so. Wie war das? Ausgetangot? Ja, Tango. Tanga getangot. Das ist Fachsprache, Klaus. Das ist Fachsprache. Okay, dann bleibe ich in der Fachsprache und sage, jetzt wird geschnell Durchlauf.